gerade wenn man im Bereich irgendwie Medizin einsteigen möchte oder da auch interessiert ist, dann kann man eben auch mal gucken und sich selber auch testen, ob das überhaupt etwas für einen ist. Als ich gehört habe, dass ich mein FSJ hier im OP machen kann, da war das eigentlich für mich schon klar. Wir arbeiten im Patientenbegleitdienst und bringen die verschiedenen Patienten zu den verschiedenen Untersuchungen und holen sie dann auch wieder ab. Zum Beispiel zum Röntgen, zum Ultraschall, zum EKG, schleusen sie ein. Und bei der Geri ist es ein bisschen anders. Also alle Patienten in der Geri haben verschiedene Therapien. Und wir müssen die Patienten abholen. Genau, und wir bringen sie zu den Therapien, holen sie wieder ab. Und das macht Spaß, also wir verstehen uns auch alle gut in unserem Team. Wir gehen alle nett miteinander um. Ich lerne wirklich sehr viele Sachen, hätte ich gar nicht so gedacht. Ich sehe auch wirklich sehr viele Sachen, auch von den OPs selber. Wenn ich da auch mal gefragt habe, Entschuldigung, was sieht man da jetzt genau, wurde mir das erklärt. Ich meine, es ist schon ein Unterschied, so eine Dokumentation sich anzugucken oder dann wirklich in so einem OP-Saal drin zu stehen. Man muss auf jeden Fall ein bisschen sportlich sein, dass man den ganzen Tag hier durchhält. Man sollte halt auch gute Laune mitbringen, nicht immer dumm gucken. Auch freundlich sein zu den Patienten, keine Berührungsängste haben. Wenn man nette Patienten hat, die gut gelaunt sind, dann das macht immer viel Spaß, mit denen sich zu unterhalten, auch mal was von deren Leben zu erfahren, wie wir arbeiten, wie wir uns fühlen, mit denen zu reden, das macht echt, das ist sehr toll. Ja. Also die Leute sind wirklich nett hier im Krankenhaus. Meine Kollegen auch sind hilfbereit, sind immer da. Das ist wirklich schön. Und ich denke, vielleicht ich kann ein Pfleger sein. Also da habe ich auch wirklich sehr viel Glück. Meine ganzen Kollegen sind sehr, sehr nett. Auch vom ersten Moment an, als ich gekommen bin, waren sie sehr herzlich und sehr offen. Ja, FSJ im OP ist einfach cool, weil man eben so viele verschiedene Sachen sieht und man auch wirklich mit involviert ist und nicht nur hin und her geschickt wird, sondern auch wirklich mit anpacken kann. Ja.